Steuerung ist schon nicht so geil. Wer fällt denn hier mit der Tür ins Haus? Ich. Gut. Das ist definitiv nicht Arthurs Grab. Das wissen wir schon. Wie kommst du darauf? Ich habe in meinem Leben genug Gräber gesehen, um ein Kinotaub zu erkennen. Ein was? Ein Ablenkungsmanöver. Das sieht doch ein Blinder. Dieser Ort verbirgt etwas. Ach nee. Nein, eben nicht. Muss ich mit dem Dingsbums da raus? Oder kann ich es auch mit einer Granate machen? Ich habe keine Granaten mehr. Nein, ich muss jetzt ernsthaft mit so einem Ach nee. Ich muss jetzt ernsthaft mit so einem beschissenen... Mit diesem Ding hier runterfahren? Hä? Dass man das für das Goldene Kreuz hier gebraucht hat, verstehe ich ja noch. Aber dass man das... Dass man hier noch runterraschen muss... Na gut, dann fahr mal durch, Lara. Na also, schon besser. Cool. Sei vorsichtig und mach bitte nichts Wichtiges kaputt. Hey, Alistair. Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Freut mich übrigens, dass du jetzt auch glaubst, hier könnte was sein. Geht das? Ach. Nee, geht nicht. Okay. Och nee, bitte nicht. Lass mich raten, ich muss mit so einem... Dass man da mit diesem... Och nee, jetzt habe ich es verkackt, glaube ich. Ich muss hier nochmal speichern und neu laden. Ich hoffe, das klappt. Neuer Speicherstand... Laden. What? Och, nö. Och, scheiße. Ja, das ist doof. Kann ich das irgendwie anders da bewegen? Boah, jetzt muss ich echt mit diesen... Och, diese Steuerung... Das ist so schon schlimm genug. Oder kann ich auch einfach durchfahren? Warum eigentlich nicht? Ich meine, ich habe hier diese Schutzdinger. Ja, geht auch so. Mach nichts Wichtiges kaputt. Lass mich raten, ich brauche hier so ein... Warte mal, ich will mal was probieren. Kann ich jetzt hier hoch? Müsste normalerweise gehen, theoretisch. Also, wie gesagt, darf man jetzt keinem sagen, aber habe ich auch schon mal gemacht. Aber wenn ich jetzt hier mit so einem Dingsbums da rumfahren muss, dann ist natürlich doof mit so einer scheiß Kiste. Wie gesagt, ich habe auch schon mal den... Ich habe auch schon mal so einen Stapel als Treppe benutzt. Also von daher... Liegt jetzt nicht daran, dass das nicht machbar ist. Von daher, deswegen war das, fand ich das ein bisschen unlogisch, dass sie das jetzt nicht macht. Ne, das muss ich, denke ich, bei uns, okay. Eigentlich komisch, weil normalerweise sind die, selbst Paletten, wenn du die stapelst, sind nicht so rutschig wie die Dinger.
Gut, ich fahre jetzt auch nicht unbedingt. Oh, weil das da runtergefallen ist. Ernsthaft, ich hätte die zwei Kästen einfach wegschieben müssen, ich Idiot. Es war perfekt. Fast. Sieht alles so schwer aus, aber eigentlich ist das total einfach. Also ich sag ganz ehrlich, wenn du mit dem richtigen Stapler rumeierst, ist das alles viel einfacher. Als hier. Weil du auch einen viel besseren Radius hast. Die Dinger können normalerweise. Normalerweise haben die Dinger. Kannst du mit den Dingern echt fast 90 Grad drehen. Naja. Und die Paletten sind noch nicht wie... Och, nee, ernsthaft. Nee. Die muss doch irgendwie aufgehen. Irgendwie muss das Ding doch aufgehen. Die Frage ist nur, wo, wie und was. Hallo, die Dinger sind rausgefallen. Wie geht denn das, bitte? Hab ich das jetzt umsonst gemacht? Och nee. Bitte nicht. Warum kann die das nicht ziehen, oder? Ich krieg das halt nicht richtig... So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Nee, die kann da nicht hochspringen. Es geht halt nicht. Ich komme da halt nicht durch. Lara hat gesagt, irgendwie muss die Tür doch aufgehen. Es ist doch so eine Last. Gibt's auch nichts, was versteckt ist. Ein paar gammlige Spinnweben, aber das war's. Ich sehe jetzt nichts. Ich gucke mich aber in Ruhe nochmal um. Vielleicht nochmal mit der Lampe. Nichts. Ich hätte mir nur vorstellen können, dass man da irgendwie hoch muss. Mit so einer Kiste und dann irgendwie von der anderen Seite
Es ist doch so eine Last. Zum Glück hast du mich auf stumm geschaltet und wahrscheinlich weggeklickt. Sky Mai. Nee, ich will lieber nicht noch mehr kaputt machen. Och Mann, das mit dem Dingsbums ist doch mies, ey. Ich habe keine Ahnung, wie ich das halt machen soll. Ganz vorsichtig. Ja, nee, das Ding besteht ja aus... Das weiß ich aus, was das besteht. Helium, Watte, das ist unglaublich. Das hätte es kein Eigengewicht. Ich meine, so schnell bin ich ja jetzt auch nicht, dass da irgendwie eine ganze Palette mit einer Holzkiste irgendwie direkt ins Schwanken kommt. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Newtons Gesetze und... Nö, ich weiß nicht, wie man bei Tomb Raider Legend hier jetzt gerade weiterkommt. Muss ich nochmal nachgucken. Wo haben wir es denn? Google. Ich weiß nicht, wie man hier die Tür aufmacht. Okay, finden einen Weg durch die Ausstellung und öffnet das Tor am Ende. Betätigt dort den Gabelstapler und dann kommt an den Museum zu gelangen. Klettert dort ganz unten. Klettert dort noch ganz unten. Kämpft euch durch die Fallen vorbei und erforscht die Wassertunnel. Was für Wassertunnel? Kämpft euch durch die Fallen. Ja, haben wir gemacht. Hier irgendwas zu finden. Okay, eine Ausstellung. Oh. Ba-bum, ba-bum, ba-bum. Ich sag nichts. Die Kiste ist jetzt hier im Weg.
ganz langsam. Also wenn du die Kiste nur so bewegen kannst, wenn es so langsam wäre, das... Das wäre ja schlimm. Hätte man drauf kommen können. Hätte man drauf kommen können, hey, was? Geht, okay. Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Och nee, bitte nicht. Was soll das denn? Grüß dich, Vote. Es ist, ich weiß nicht, Tomb Raider Legend ist irgendwie so eine Last. Warum ist es denn ständig mit diesem scheiß Fehler versehen? Warte mal, wen haben wir denn hier? Pommes General, ne? Alles klar. Oh, es stürzt immer ab und ich weiß nur nicht warum. Also vielleicht schon. Ja, es ist nervig. Da kann man halt nichts machen. Das gibt schon. Zum Glück habe ich gespeichert. Es ist sau nervig, wenn es halt permanent abstürzt, wenn du es nicht einfach durchziehen kannst. Ich meine, es ist ja auch nicht mal so, dass ich das in irgendeiner Weise großartig im Fenstermodus oder so starten würde. Von daher doof gelaufen. Finde ich gut, dass... Finde ich gut, dass die Language sich nicht speichert. Irgendwie ist Tomb Raider Legend mit der die Steam-Version total verbuggt. Haben sich aber schon einige beschwert. So, wenn ich die jetzt komplett nach oben stelle, dann müsste die eigentlich durch sein. Ja, bei den Cutscenes ist es halt so. Obwohl ich eigentlich Next-Gen-Gedöns 1000 habe. Oha. Ich wollte es lieber langsam angehen lassen. Das hättest du den Gabelstapler sagen sollen. Make America great. Jo, die Frage ist, wie komme ich da rüber? Ich würde jetzt Überlebensinstinkte anmachen, aber... Was machst du denn da? Ich probier's. Nein. Okay. Es war ein Test. Ich habe damit fast gerechnet. Aber ich will da dieses... ich Idiot, warum ziehe ich mir das nicht einfach mit dem Haken rüber? Na gut, dann gehen wir mal mit den Katakomben weiter. Ich hoffe, dass wir es heute durchkriegen. Tomb Raider Legend. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Sei vorsichtig, Lara. Bitte, Alistair. Ich muss mich... Warum wackelt das ganze Bild so beschissen? So. So, das ziehe ich mir da hin. War jetzt irgendwie... Vor allem... Sei vorsichtig, Lara! Bitte, Alistair. Ich... Lara, ich bin doch gesprungen. Oh, Mann. Es ist doch so nervig. Ich hasse das, wenn alte Spiele nicht so wirklich funktionieren. Das ist wirklich nervig. Bitte, Alistair. Was war das denn für ein Spiel? Komm, wir nennen es nicht Let's Stream oder Let's Play, sondern wir nennen es Let's Bug. Alter, was sollte das denn? Wie kann man denn eine Trittplatte so hinmachen, dass der Charakter sich da einfach nicht hinstellen kann? Und permanent abrutscht. Das ist ja schon fast...
Ja, das war dumm. Das war mein Fehler. Es ist doch wirklich so eine nervtötende Last mit diesem Schalten an dieser Stelle. Und dann noch wackelt dieses ganze Bild. So richtig unnatürlich. Sei vorsichtig, Lara. Bitte. Warum springt die denn nach rechts? Das ist die Scheiße, wenn man die Kamera irgendwie nicht hinkriegt. Die Kamera dreht sich mit und dann springst du in eine andere Richtung, als du eigentlich machst. Und das ist bei solchen Quicktime-Events oder so eigentlich nicht so geil. Sei vorsichtig, Lara. Bitte, Alistair. Ich muss mich konzentrieren. Ja, beruhige dich, Alistair. Sonst darfst du nicht mehr bei mir vorne sitzen. Na gut, die Frage ist, wie komme ich denn in diesen Gang? Lass mich raten, da gibt es einen Gang. Hier hoch, okay. Kamera, hallo, dreh dich. Na, das geht ja noch. So, jetzt. Warum denn? Lara, du springst geradeaus. Warum denn? Warum dieser Rechtsdreh? Von was? Weswegen? Es ist doch so. Es ist so grausam. Irgendwie. Na gut, hat das wenigstens das Kreuz da gespeichert? Ja, hat es. Gut. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich auch. Lass mich raten. Das heißt nicht, dass ihr jetzt reden dürft. Lass mich raten, da unten gibt es noch irgendwie. Und das sieht alles so pilo. Die Polygone verraten mir irgendwas. Es sieht so aus, als würde es hier unten noch runtergehen. Aber es ist halt die Frage, sind das einfach nur Grafikfehler wegen der Konvertierung oder ist es wirklich ein Secret? Für mich sieht es so schon fast so aus, als würde es hier nochmal runtergehen, aber muss nicht dringend sein. Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Das könnte natürlich sein. Warte mal. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Okay, 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 okay. Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Gut, das nehme ich trotzdem als Sicherheit mit. So. Jetzt geht es wenigstens hier ein bisschen weiter. Vielleicht komme ich ja oben mit rüber. Oben drüber? Larry, du bist doch hier schon. Ah, das Ding müsstest du ja sowieso mitnehmen. Okay. Cool, dann haben wir das ja noch geschafft. Das war ja noch einigermaßen human. Mit dem Stapler war, naja.
Hier habe ich keinen Start. Aber. Sieht aus wie mein Müllhäcksler. Ich hoffe, du willst da nicht durchspringen. Die muss man irgendwie abstellen können. Das hoffe ich allerdings auch. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Okay. Ja, die haben jetzt keine großen kein großes Gegengewicht. Von daher hält sich das diesbezüglich ein bisschen in Grenzen. So, die Frage ist, wo will ich lang, wo soll ich lang, wo muss ich lang? Na gut. Wenigstens habe ich hier zwei von den Teilen, mit denen ich dann ein bisschen agieren kann. Okay, links nochmal rein. Warum eigentlich nicht? Kann ich eins oder beide damit? Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich muss sowieso, glaube ich, hier bei agieren. Kann ich das ein bisschen nach da ziehen? Müsste eigentlich gehen, ohne dass die wieder losgehen. Es ist halt nur die Frage, ob die hier eine Berührungsgeschiss Dingsbums hier reingebaut haben. Sprich, wenn der Lero so ein Ding berührt, gleich Aua. Aua, wo? Aua! Cartman! Dein fetter Schwert! Auf die Bühne! Gibt's hier oben irgendwas? Ich probier's mal. Sieht für mich so aus, als könnte man da irgendwo hingehen. So ein paar Secrets, warum nicht? Okay, die Lero hält sich hier nicht fest. Das ist definitiv zu hoch, auch wenn ich so ein Ding da dran stelle. Von da glaube ich zumindest. Ich bin da noch gar nicht. Hey, grüß dich, Hino. Grüß dich, Chris. Wir haben jetzt mit Tomb Raider Legend weitergemacht. Ich bin 1000 Millionen Mal gestorben. Mal einfach ein bisschen. Zwei. Was hat das damit zu tun? Was hat das damit zu tun? Gut, dann komme ich hier hin. Ich glaube aber, hier kann sie sich nicht festhalten. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen dran stellen, weil hier, das wäre wirklich so ein perfektes. Na gut, dann halt nicht. Hier brauche ich beide Kisten. Keine Ahnung, was die Zahlen bedeuten. Das ist immer noch Tomb Raider Legend. Das sieht man ja doch am Logo. Beziehungsweise am Dingsbums. Am Hintergrund. Underworld habe ich jetzt nur als Overlay schon mal ein bisschen bearbeitet, sodass ich demnächst anfangen kann. Ich will aber Legend halt fertig spielen. Das brannte mir noch so ein bisschen auf den Zehen. Zehen, nicht Zähnen. Durchziehen, weil die irgendwie eine scheiß blöden Winkel haben. Nee, okay. So weit kannst du niemals springen. Nein, ich muss einen anderen Weg finden. Andererseits hätte ich euch Jungs gern schreien gehört. So weit kannst du niemals springen. Kann ich beide irgendwie so schieben? Ja, okay, das geht. Was die Zahlen zu bedeuten haben, weiß ich nicht. Jo, schwierig. War das jetzt schlau oder nicht? Na gut, jetzt ist eh zu spät. Jetzt muss ich mit der